Was geht, Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Heute zocken wir GTA Roleplay. Ihr seht mal jetzt ein bisschen hinter den Kulissen, okay? Wie ich so, wie ich diese ganzen Leute trolle, wie ich den Leuten auf die Nerven gehe, wie ich Scheiße mache. Das könnt ihr übrigens auch live on Twitch sehen. Ich bin jeden Abend live. Heute machen wir das mal live on Stream. Normalerweise meine Videos auf YouTube mache ich ja off Stream. Aber heute zeige ich den Motherfuckers hier, diesen ganzen Leuten hier, zeige ich mal, wie wir trollen im Livestream. Deswegen kommt rein, erster Link in der Beschreibung. Lasst ein Abo auch auf diesem Kanal da. Wichtig, Digga. Wichtig. Ihr müsst, supportet den Kanal, Digga, ja? Algorithmus. YouTube gönnt nicht, Bruder. Deswegen. Let's go. Kannst du mich vielleicht mitnehmen, Bruder? Ja, steig ein. Danke, Bro. Wohin? Einmal zum Würfelpark, bitte. Klar, kein Problem. Danke. Du bist fast überfahren worden von mir. Sei mal leise, fahr schneller, ihr Maniac. Spaß, Bruder. Ich würde jetzt noch Trinkgeld, Tankgeld haben, Bruder. Sei mal leise, Land. Ich habe nie gesagt, dass ich bezahlen werde. Gib mir Tankgeld. Fahr mal weg. Ich ruf Polizei, gib mir Tankgeld. Ruf doch, ist mir doch egal. Tamam, Land. Ich ruf an. Ruf Polizei. Ich habe keine Angst vor Polizei. Ruf. Tamam, ich ruf. Du bist tot. Polizei? Der Herr belästigt mich. Die ganze Zeit. Der will die ganze Zeit Geld von mir haben. Sorry. Alles gut. Guck, der kommt schon wieder. Hey, Polizei. Ich würde Anzeige machen. Bitte, dieser Typ. Du breiter Arsch, ich will hier raus. Sei mal leise, Land. Er sagt, dass du ihn bedroht hast. Oh, sorry, Onkel. Sorry, Onkel. Alles gut. Gib kurz meine Hand, guck mal hier. Sorry, geh raus. Ey, du mit den zwei Brillen, hallo. Ja? Der sagt, dass du ihn bedroht hast. Ach, scheiß auf den, Digga. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal Handy und so einen Scheiß kaufen, Digga, weil ich letztens gestorben bin. Habt ihr gesehen am Anfang vom Video? Reagier auf Kühlschränke. Bruder, was für Kühlschränke, Bruder? Was habt ihr von. Was? Wie kommt man auf Kühlschränke, Bruder? Ihr habt doch eh nicht mal eure eigenen Kühlschränke, wie ich, Digga. Ihr habt von eurem Vater und von eurer Mutter, Digga. Ihr habt einen vollen Kühlschrank. Bei mir im Kühlschrank ist ein verschimmelter Apfel drin, Digga. Und eine Salami, die seit 4 Wochen abgelaufen ist. Ihr habt noch Glück, Digga. Genießt das mal, während ihr noch bei euren Eltern zu Hause seid. Okay? Ja, ich weiß doch, dass es der Inhalt gemeint ist. Ich glaube, es wird Zeit für Tyrone, oder? Alle mal LDS in den Chat. Long Dick Style. Dann wissen wir, dass es Zeit für Tyrone ist. Bruder, ich wollte doch gerade den Klamottenladen gehen. Direkt erste Kontrolle. Bruder, steig ich so ein. Die Beifahrerseite. Ja, erste Kontrolle. Ich zeig euch jetzt, wie man eine Kontrolle macht. Steig so ein, bei mir so schnell, komm so. Einen wunderschönen guten Tag daher. Jo. So, Sie wissen, was Sie falsch gemacht haben, denke ich mal. Ich glaube, ich bin mit meiner Karre normal gefahren, oder? Ja, na, der Yukon, der hätte jetzt nicht sein müssen. Nuscheln Sie mal nicht so viel, reden Sie mal anständig mit mir, ich verstehe Sie ja kaum. Ich rede doch vernünftig, ja? Kommen Sie mal zu mir und gucken Sie mir in die Augen, während Sie mit mir reden. Warum soll das denn? Ich stehe doch direkt neben Ihnen. Naja, aber, naja, wenn Sie Angst vor mir haben, können Sie auch ein paar Schritte zur Seite gehen. Ja, Sie sind mir ein bisschen zu breit, tatsächlich, also... Ja, ich weiß. Oh, das macht so ein bisschen gut, Angst, das ist ein Argument, bin, ja? Dass Sie 5 Schritte beiseite gehen. Alles gut. Gut, perfekt. Also, Sie müssen, also, passen auf. Ja, ich möchte jetzt hier kein großes Tobabu draus machen. Nächstes Mal einfach die richtige Fahrseite benutzen und keinen U-Turn mit, was weiß ich, wie viel Karten machen, ja? Ja, haben Sie das Ding mal gesehen, den Benzer hier? Das passiert ja manchmal von alleine, wissen Sie, was ich meine? Ja, ist natürlich ein sehr schickes Auto. Ah. Ja, aber passt natürlich auch zur Person, würde ich sagen, ne? Das Auto genauso breit wie die Person passt. Genau so muss es auch sein. Ja, genau. Gut. Gut, naja, wir lassen das bei einer Verwarnung, ja. Du bist ja weniger breit, du sollst auch mal ein bisschen trainieren gehen. Ja, na, wie soll das auch gehen, ja, mit Donuts und Milch. Ja. Also, ne? Bisschen mehr Hähnchen mit Reis und weniger Hähnchen. Donuts und Scheiß, würde ich sagen, oder? Ja, das kann gut sein, ne, aber da könnten sie mir ja theoretisch was auch einen Ernährungsplan machen. Was ist mit dem Giskopf hier vorne? Was? Ich meinte, was mit dir? Was soll mit mir sein? Ja, warum stehst du da rum wie so ein Schluck Wasser? Ich dachte, wir reden jetzt zusammen, alle haben eine Konversation. Nein, haben sie doch mit mir reicht, oder? Richtig. Ja, sie sind mir aber ein bisschen zu... Naja, scheiß drauf. Danke, danke für die Erinnerung. Ja, okay, super. Denn... Habt ihr gesehen, wie ich die Polizisten kurz zurechtgewiesen habe? Habt ihr gesehen, Chat? So macht man eine Polizeikontrolle. So. Nicht anders. Guckt euch mal das an, Bruder. Das meine ich. Das meine ich, Bruder. Guck mal, was die hier finden. Guck mal, was die hier posten, Bruder. Guck mal. Was soll das, Bruder? Warum machen die sowas? Haben die... Cringe as fuck, Bruder. So, hier auch schon wieder. My man. Hashtag love. Oh my god. Hashtag love. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Hashtag love. Bruder. My god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? So.
Jetzt gehen wir kurz in den Klamotten an, damit ich mich zu Tyrone verwandeln kann. Oh fuck, Digga, jetzt hören wir die ganze Zeit diese Scheiße. Okay, ich beeile mich, Chat. Ich mach mich kurz schwarz. Ey, das passt ja jetzt gar nicht, Digga. Warum ist mein Oberkörper jetzt weiß? What the fuck? Ist das normal? Das ist doch nicht normal, Digga. Oh mein Gott, bro. Hell no. Ist das normal? Gut. Wir machen mal unsere Nase und so ein bisschen größer. Arme ändern. Ah, okay. Ich mache meine Nase noch schiefer, Digga. Wartet mal kurz. Tschüss. Tschüss. Warum sind meine Beine immer noch weiß? Boah, Digga. Was ein Körperland. So, Rucksack. Lass mir Balenciaga. Brusthaare, Digga. Boah, geil. Ah, sieht man nicht wegen den Armen. Scheiß drauf. Bart. Ah, nee, das ist eine Maske, Lan. Moment, das ist eine Maske, die muss ich kurz ändern. Haare ändere ich auch mal kurz, weil das passt nicht zu Tyrone. Glatze, Lan. Glatze. So, jetzt müssen wir noch Tyrone einen vernünftigen Bart machen. Zwei Brillen normal. Ja, Bruder. Doppelt hält besser. Guck mal, wie dünn mein Hals ist, Lan. Was macht das für einen Sinn gerade, dieser Körper? Kurdennase darf auch nicht fehlen. Wo ist denn jetzt Bart noch? Oh, wir machen uns noch so stabile Tyrone LDS-Uhr. So, den Tyrone LDS-Uhren darf natürlich was nicht fehlen. Eine Tyrone LDS Gold auch hier. Und dann brauchen wir noch bessere Rucksack. Jungs, Louis V Tasche? Ist das Louis V? Warte mal. Diese Tasche oder die Dior Tasche? Was sagt ihr? Balenciaga oder das da? Also das hier oder das? Das ist Dior. Okay, dann nehmen wir die. Wir brauchen noch Bart. Wo ist denn? Oh, Accessoire. Shit, Alter, guck mal das. Wir machen jetzt einen richtigen Tyrone, Digga. Wir machen jetzt richtige Tyrone. Hier, Barttyp. Hier kann man Bart machen. Okay, Bartdichte. Wir brauchen genau, wir nehmen, boah Jungs, guck mal hier, Sunnabart einfach. Sunnabart. Wir müssen aber Tyrone machen, wir nehmen, ich glaube wir nehmen das hier, das sieht auch aus wie meiner ein bisschen. So, die Kette sieht geil aus. Okay, Tyrone ist ready. Oh mein Gott, Digga, was ist das für ein Tyrone? Was ist das für ein Tyrone, Bruder, guck mal. Tschüss. Was ist das für ein Tyrone dann? Warte mal. War das krass? Boah, das passt, gell? Boah. Oh, wir haben ja eine Pistole dann. Stark. Stark, Digga. Direkt mal Gambo-Settings machen. Direkt mal Gambo-Sensi machen, falls es dazu kommt. So. Ich habe zwar schlechtes Aim, aber egal. Alright. Jetzt gucken wir mal. Jetzt geht's erst richtig ab, Chat. Jetzt geht erst richtig RP ab. Jetzt sind wir angezogen, vorbereitet. Jetzt gucken wir mal. Also, habe ich bei denen schon kommentiert? Cringe as fuck. Kommentiert. Hier noch irgendwas, was ich kommentieren kann? Ja, hier auch wieder, Bruder. Oh my God, bro. Ohne Aori wäre der Moment nicht da. Welcher Moment, Bruder? Zeig mal. Welcher Moment wäre nicht da? Oh my God, bro. Cringe, Bro. So. Cringe, Bruder. Was soll ich sagen? Oha. Oha, Land, guck mal, wie das aussieht. Krass. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, wo wir hingehen können. Wir können zu... Ah, warte mal. Ich muss ja noch meinen Namen ändern, weil ich heiße ja hier immer noch Schubert. Ja, ich heiße hier noch Schubert, Digga. Ich muss das noch ändern. Oha, Lan. Das sehe ich ja erst jetzt. Guck mal, was man machen kann. Wartet mal, ich muss das jetzt nochmal machen. Chat, seid ihr bereit? Boah, wie trainiert der ist, Lan. Tschüss. Long Style. Ich bin so hobbylos, Digga. Ich bin ein Lauch, Digga. In Real Life und spiele einen breiten Schwarzen in GTA, Digga. So. Guck mal, die machen sogar Insta-Stories hier. Guck mal. Oh my God, Bro. Guck mal. Vor 12 Minuten. Es geht, Lan. Cherry mal geschrieben. Was geht? Ibims der Korne. Guck mal, was. Geh mal arbeiten. Was für Instagram, Yachara. So. Weiter geht's. Bruder, wir machen uns gerade zu viel Feinde, Land, das ist nicht gut. Wir machen uns gerade zu viel Feinde. Da ist der schon. Der Herr im Anzug, ey, mit Wechsel. Hallo, hörst du mich? Da ist wieder der Typ. Okay, Chat, wartet mal, ich habe eine Meldung gerade bekommen. Wir heißen jetzt Tyrone LDS. Schaut's euch an. LDS, ja, okay, da steht LDS, aber das ist dann so ein kleiner Insider. L, also LDS. Versteht ihr, was ich meine? Warte mal, der Typ auf Instagram hat mir geschrieben. Ich habe ihn ja auf Instagram eine Nachricht geschickt. Er schreibt, ich schufte sehr hart. Ich auch.
Ich schicke jetzt ein Bild von der Frau rein. Und reiß mir jeden Tag den Arsch auf, damit ich über die Runden komme für beschissenen Hungerlohn. Soll ich dir meinen Kurs verkaufen? Der LDS-Kurs. Ich verkaufe jetzt meinen Kurs, Land, wie man reich wird. In Ingame. In GTA verkaufe ich jetzt Kurs. Mal gucken, Digga. Vielleicht funktioniert's ja. Vielleicht funktioniert's ja. Ja, gerne. Wie viel kann ich damit am Tag machen? Okay, warte. Ich verdiene jetzt so Scam, Digga. Ha! Ich bin so Scam, Bruder. Wie viel Geld machen wir mit unserem LDS-Kurs? Das wird ehrenlos. 100.000 passiv. Klingt super seriös. So, 100.000 passiv. Er schreibt geil. Er schreibt mir immer noch, Digga. Er schreibt, er will Cayman S fahren. Ich habe ihm noch gerade gesagt, er soll mir nicht schreiben. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Gar nicht ablenken lassen. Tut mir leid. Manchmal, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, okay? Ich bin bei Vodafone. Ich kann nichts dafür. So. So, wir gehen mal jetzt zu... Wo war dieser Weed-Shop-Land? Hier gibt's irgendwo einen. Da, wo ich vorhin war, wo alle getanzt hatten. Ja, yeah, what's up, man? What's up, Holmes? Was kann ich dir Gutes tun? Ich brauche ein Joint, Bro. Yo. Ein Joint, Holmes. You know what I'm saying? Joint-Type-Shit, Bro. Ja, kannst du haben. Krieg ich $650 von dir. Alles klar, Mann. Ich hoffe, der Shit ist gut. Ja, knallt. Gut. Was ist deine Schwanzlänge? 18,8 cm. Damn. Guter Durchschnitt bei uns in Ghana. Hast du mir gegeben? Chill. Ich bin alt, bin ich der Schnellste, yo. Das stimmt. Ich bin auch 58, aber guck mich an. Ja. OG Kush Joint. Ich hoffe, der Shit ist gut, Alter. Ja, knallt. Ich probier mal jetzt. Obwohl, vielleicht soll ich nicht jetzt probieren. Ich muss noch Auto fahren. Danke trotzdem. Ja, gerne, yo. Aber die Frage ist, was ich jetzt machen werde. Ich weiß es nicht. Ich muss überlegen. Ich gehe zum Mechaniker. Ich werde mein Auto tun. Moin. Oh, ich sehe schon. Ja, ich hab das Auto noch mit Ach und Krach hier reinbekommen. Ich hab das Auto mit Ach und Krach hier reinbekommen. Motor war kaputt, deswegen bin ich gerade ein bisschen reingeschlendert. 800 Karacho. Stabiles Auto. Kann da noch was am Auto gemacht werden? Was kostet denn Lack bei euch? $200. Ja, Mama, voll schwarz, den Lack. Alles komplett schwarz, so wie ich. Long Dick Style. Erstmal soll dein Auto hier reparieren. Ja. So. Geile Karre, ne? Ja, schon. Mercedes. Der Traum jeden Blockjungen. Da ist Streifen drauf, die muss ich runternehmen. Boah, was ein Auto, Mann. Wie finanziert man sich sowas? Jetzt mal ganz ehrlich. Oder ich habe einen Kurs, den verkaufe ich. Ich habe einen Kurs. Was? Wie kann man denn... Aha, wie du, wie Angel Chate, meinst du? Wie du am Tag 100.000 passiv verdienen kannst. Passiv, ohne dass du was machst. Ja, also du meinst da mit dem Schneeballsystem, ne? Das illegal. Nee. Wir distanzieren uns von sowas. Gar nichts mit sowas zu tun. Ja. Alles legal. Machst du alles schwarz einfach, Chef? Alles schwarz? Ja. Ja, aber ist ja nicht nur aufs Auto bezogen. Ich meine ja auch auf den Körper. Wie macht man sowas? Ja, das ist alles. Das kriegst du alles in meinem Kurs. Mindset, Geld, Frauen, alles. Ja, sag einfach mal, erfolgreich. Wie teuer ist denn der Kurs? Ja, da fangen wir schon bei 50.000 an. Ja, das ist ja, da muss man ja schon viel Geld in die Hand nehmen für den Start. Ja, aber oder da nicht? Kannst du ja pro Tag 100.000 passiv verdienen. Was sind es in der Woche? 700.000. Also, verstehst du, was ich meine? Sagst du, es ist eine 100%ige Garantie oder wie? 100%ige Garantie. Ich habe schon viele Kunden. Ja, bitte? Mattschwarz, Metallic-Schwarz. Zeig mal, wie Mattschwarz aussieht und Metallic, also der Unterschied. Och, sieht es ja. Das ist Mattschwarz. Nein. Machen wir das andere? Ja, das ist schon besser. Kann man auch diese Räder wechseln, diese blauen in den Rädern, geht das auch? Die Bremsdeckel, ne? Das sind Sekundärfarben. Ja, die will ich auch, oder rot will ich die haben, ja man, rot. Ja, ey, du hast einen guten Geschmack, schwarz-rot, ja. Ja man, rot. Weil hinten die Bremsdinger-Lichter sind ja auch rot. Rückblink-Dings da, ich kenne mich nicht aus mit Autos. Ich habe nur Geschlechtsverkehr mit denen manchmal. Ja, genau. Was? Alles klar, in diesem Rot. Boah, ja, Mann, genau so. Kann man noch machen am Auto? Was könnte man noch so Geiles machen? Perleneffekt in Weiß, habt ihr das? Perleneffekt Weiß, Frostweiß, oder? Hast du jetzt Effekt drauf gemacht? Boah. Aber jetzt sieht das grau aus, bisschen. Nein, das andere war besser, sag ich dir ganz ehrlich. Nein, lass einfach ohne Perleneffekt machen. Einfach ohne. Komm mal mit, komm mal. Okay. Mach eine Perle drauf, Bruder. Weißt du, mach eine Perle drauf. Aufs Fahrzeug. Xenon-Scheinwerfer machen. Xenon-Scheinwerfer? Und ich kann vielleicht auch einen Spoiler bei Ihnen machen und alles drin. Boah, nee, Spoiler ist schon zu viel. Passt Spoiler nicht bei diesem Auto. Also, wollen Sie Xenon-Scheinwerfer noch? Ja, Xenon. Keine Ahnung, was das ist. Aber hört sich geil an. Das sind doch die vorne, die Lichter, oder? So, welche Farbe? Ist das die vorne oder wo ist das Xenon-Lichter? Das ist vorne. Auch rot. Boah. Gut, rot ist drauf. Aber keine Dings, keine diese
Rote Perleneffekt. Nein, habe ich nicht. Gibt's auch Bodenbeleuchtung? Bodenbeleuchtung gibt's auch, ja. Boah, okay, mach mal weiß. Mach weiß einfach. Weiß? Ja, weiß. Weiß ist drauf. Gut. Ja, dann noch der Perleneffekt weg und das war's eigentlich. Also der Perleneffekt geht automatisch weg, der ist nicht drauf. Einfach ausmachen. Gut, das war's schon. Ja, weil der hat vorhin so schön schwarz geglänzt, weißt du? Wenn rote Perleneffekt drauf ist, sieht das zu rot aus. Der Perleneffekt, der geht automatisch weg, den habe ich noch nicht drauf getan. Aber das sieht doch noch rot aus jetzt. Ja, aber wenn sie jetzt die Rechnung bezahlt haben und ich da runtergehe, dann ist er weg. Okay, und Auto einmal sauber machen, weil da ist ja ein bisschen Schmutz so an den Seiten. Aber sicher. Gut, klasse. Dann geht die Rechnung, das sind 1300 Dollar. Ja, easy, machen wir. Nee. Welche Rechnungsnummer? Hast du selber schuld jetzt, ne? 520. Chat, guckt euch mein Auto an, Lan. Ist das nicht ein geiles Auto? Bitteschön. Ist das nicht ein geiles Auto, Chat? Schauen Sie, der Perleneffekt ist weg. Geil. Oh ja, der glänzt. Schickes Karren, ey. Danke. So, gut, dann setzen wir nochmal rein. Boah, warum habe ich es denn nicht von Anfang an so gemacht? So, bitteschön. Das ist doch krank. Danke, schönen Tag noch. Boah, schönen die Lichter vorne. Chat, guckt euch den Wagen an, Digga. Boah, Chat. Ich krieg einen Ständer, Digga. Wenn jetzt einer sagt, steh auf, Digga, ich bin gebastelt, Digga. Ich krieg einen Twitch-Bot. BMW besser. Nein, Bruder. BMW hat auch coole Autos, aber ich bin eher ein Mercedes-Fan. Scheiß Arsch, du bringst immer Bier. Was ist denn hier los? Was machst du hier, du Arsch? Erstmal bin ich kein... Oh, scheiße. Bist du verrückt? Hast du dich umgebracht? Warte mal, scheiße. Bist du verrückt? Mein neues Auto, Digga. Was hast du gemacht? Ich komm gerade von Bennys. Du hast angefahren, meine Habibi. Ich komm gerade von Bennys. Direkt, der hat neue Lack kaputt gemacht. Bist du verrückt, kann man nicht sagen hier. Du kannst du nicht fahren, oder was? Hör mal zu, ja, Onkel. Was los? Alle Onkel, ja. Aus welchem Land kommst du? Saudi-Arabien. Richtig. Okay. Und du, Sixpack Boy? Ich komm von Senegal. Senegal? Ich bin LDS, Tyrone. Wallah. Assalamu alaikum, LDS. Wa alaikum assalam. Scheiße, du bist du auch Muslim, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ja. Nicht aber jetzt hast du hier Unfälle gemacht hier. Ich war das nicht. Ich geh. Nicht geh, Habibi, nicht geh. Ich war das nicht. Ich merke deine Gesichter. Ich war das nicht. Der merkt sich mein Gesicht, sagt er. Kümmere dich mal um dein Bambus-WLAN. Was soll ich machen jetzt, deiner Meinung nach? Soll ich hinten hingehen und mein Pimmel da reinstecken? Ist das, was ich machen soll? Soll ich mein Pimmel hinten in meinen Router reinstecken, damit Internet funktioniert? Soll ich das machen? Ist das, was du willst? Was soll ich denn machen jetzt? Wohnst du... ich verstehe das nicht. Warum? Was für Wakes, alte Wohnung, Digga? Warum sagt jeder, Digga, das sieht aus wie Wakes in alte Wohnung? Ist es nicht, Digga, ist meine Wohnung. Ich weiß nicht mal, wie seine alte Wohnung aussieht. Guck mal, die schreiben, mach doch, Digga. Oh mein Gott, Bro. Ihr werdet es nie lernen, Chat. Ihr werdet es nie lernen. Boah, Jungs, das Auto sieht zu böse aus. Aber wir müssen jetzt was machen, Digga, Land. Bis jetzt haben wir kein Content. Kann ich in deinem Schrank wohnen? Mein Schrank hat nicht mal eine Schranktür, Bruder. Wenn du willst, kein Problem. Meine Schrank hat keine Dings, die sie auf- und zu machen. Gibt's nicht bei mir. Warum? Weil ich das besser finde, so. Also, wie willst du da drin wohnen? Oh, der Durst im... Oh, wir gehen jetzt mal zum Mexikaner. Wir gehen mal jetzt in eine Bar, okay? Oh, was ist denn hier los? Shit. Basketball spielen? Was geht ab, Alter? Was geht? Gehen Sie mit mir Basketball spielen? Mir Basketball? Yeah. Keine Lust, Homie. Schade. Ich spiele mit deinem Kopf Basketball. Ich spiele mit deinem Kopf Basketball. Spielst du nicht, Motherfucker? Weißt du nicht, wer ich bin? No, warum sollte ich? Tyrone, LDS. Und jetzt? Long Dick Style. Aha. Weißt du, was ich meine? Tyrone. LDs Tyrone. Und wen juckt das jetzt? Was hast du gesagt? Wir haben ein Problem. Wen das juckt? Nö, warum wollen wir das jetzt hier austragen? 1-1, Schlägerei. Wollen wir das austragen? Nee, lass mal. Gut, dann mach einen Rückzieher lieber und sei nicht so frech zu mir. Fuck. Puto. Ja, Puto, kannst du deine Schwester nennen, Motherfucker? Deine Schwester war bei mir letzte Nacht, du Pendero. Ich hab keine Schwester, vielleicht war das ja deine Tante, Motherfucker. Vielleicht war das deine Mutter. Leute, wisst ihr, woran ihr eine Pussy erkennt? Der redet erst, wenn ich weggelaufen bin und schreit dann rum über die ganze Map. Das sind Pussys, Digga, in meinen Augen. Warum ist der Laden nicht offen, Digga? Da steht doch das... Ey, yo, wen gehört denn der Laden hier? Der Laden hat zu. Wie der Laden hat zu? Da steht doch, dass er offen hat. Warte. Alter, was eine Verarsche. Der Laden hat schon die ganze Zeit zu gehabt. Ich kann dir noch was geben, Ich wollte in die Bar reingehen und mich reinchillen und jetzt bin ich umsonst hergefahren. Ich hatte einen wichtigen Termin eigentlich. Ich wollte dir gerade anbieten, dass ich dir was gebe, aber ich lasse mich ungern anschreien. Schönen Abend noch. Was ein Kundenservice, Bitch. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich zeig dir meinen Mittelfinger.
Was sollen wir jetzt machen, Chat? Sagt ihr es mir. Was sollen wir machen? Es reicht. Mir gehen die Ideen aus. Wir müssen jetzt was machen. Okay. Ich habe eine Idee. Ich rufe an bei Yellow Pages. Verkaufe M4 Mansory. Ich rufe an. Ola. Was geht ab, Mann? Was kann ich für dich tun? M4 Brabus, ne? Ne, was war das? M4 Mansory. Mansory, genau. Sag mal, aus welchem Land kommst du? Mexiko. Ja, mit Mexikanern mach ich kein Geschäft. Puto. Bolivien hat die Fresse los. Gut. 992 GT3 RS. Okay. Okay. Geht auf Postenapparat. Wie kann ich behilflich sein? Genau, sie verkaufen den GT für 600.000, habe ich gesehen. Den GT3 RS verkaufe ich, ja. 600.000? Hörst du mich noch, oder? Ja, ich höre sie. Okay, ja, genau. Ich verkaufe den GT3 RS, ja. Für 600.000? Ja, Wasserschaden, ne? Aber sonst top gepflegt. Freches Angebot. So teuer können sie jemand anderes von ihrer Familie ins Netz stehen, sie Vollidiot. Warum fühle ich mich so geil, wenn ich das mache? Ich fühle mich so, als ob ich irgendwas geschafft habe, wenn ich das mache. Ich mach's nie wieder. Wir gehen mal runter in die Hood, in die Southside. In die Hood, in die Hood, in die Hood, in die Hood. Testo Uwe hier los. What's up, motherfucker? Oh. Oder der braucht ein Rap-Kit, wenn er sich verletzt. Der sagt, ich brauche ein Rap-Kit, wenn ich mich verletze. What's up, homeboy? Spaß, bro. Bruh, ich brauche ein, Mann, ich brauche was zu trinken, Alter. Nee. Ein willst Drink. Wasser oder willst du Alkohol machen? Mann, Alkohol, Mann, Alkohol. Bist du komisch? Jackie oder Bier? Mach mal eine Jackie, Alter. Jackie. Bist du doof, Mann? Bro, kennen wir uns nicht? Bruh, woher sollen wir uns kennen, Alter? Ich bin das erste Mal in diesem Laden. Ah, alright. $200, Bro. Alles klar, Bro. Bro, bist du auf Testo? Nein, Bro, alles naturell, Bro. Crazy, dude. Naturell type shit, Bro. You know what I'm saying? Real talk, Bro. Yeah. $200? Yeah, yeah. Danke, Bro. Danke, Bro. Alles klar. Ich wette um Kaui, dass du ihre Nummer nicht geklärt bekommst, Nico. Sag mir, welche Nummer, ich kläre mir die, Bro. Na, warte. Doch, den habe ich noch. Wow. Der Buttermiski. Oh, was seid ihr für Highroller eigentlich in der Hood? Mit euren engen Skinny Jeans. Der Wölfe. Oh, das ist keine Skinny Jeans, Junge. Wisst ihr nicht, wo wir sind, Alter? Southside. Natürlich wissen wir, wo wir sind. Oh, Alter. Warum machst du hier solche Highroller vor dem Laden stehen? Das sind Homies, Bro. Homies? Die haben den Laden finanziert. Finanziert? Ah, denkt ihr, weil ihr den Leuten hier ein bisschen Geld zusteckt, seid ihr jetzt was Besseres als wir? Hä? Na? Haben wir nicht gesagt. Nur weil ich von der Unterschicht komme, hä? Nur weil ich nichts außer das Gym hatte und das Boxstudio, wollt ihr mir das damit jetzt sagen? Jo, Mann, wir haben doch gar nichts gesagt, Mann. Reg dich ab. Geh noch einen Satz trainieren und gut ist. Gib mir mal noch so. Ich will noch eine Jackie. Komm mit, Bro. Jungs, was meint ihr, kriegt er die geklärt? Niemals, ne? Oh, High Roller, no. Shit, Alter, in der Softside. You know what I'm saying, Bro? Ja, Bro. Bro? Wir können nicht wirklich was gegen machen. Mit Hemd und sowas? Nee, Bro. Er macht noch mal $200, Bro. Ja, kriegst du. Nee, bitteschön. Geh die Maske aus, Digolai. Alter, jetzt kommen mir noch irgendwelche Biker hin. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ja, die kannst du ärgern. Die kannst du ärgern, ehrlich. Ja, wo habt ihr euch verlaufen, Modest Shitters? Und. Was geht's? No, wir werden nicht, warum? Was treibt ihr denn in der Southside? Erstmal diese High Roller mit deren Hemden und jetzt ihr? Mit den Kutten? See? Dürfen wir nicht. Alter, ja, schimmer ein bisschen. Ich komm doch auch nicht einfach bei euch vor die Tür. Wir sagen ja auch nichts, warum denn nicht?
Warte mal, ich will nochmal Jackie trinken. Seh, lass dir das Becken machen. Lass dich nicht von dem voll labern. Noch einmal! Ich glaube, er hat sein Leben im Griff, Jungs. Ja, ich glaube auch, Mann. So, kann man hier was kaufen? Ja, sure, komm mit. Oh, da ist eine Shorty, Alter. Da ist eine Shorty. Yo! Was geht ab? Was los, Testo Tyrone? Was, Testo Tyrone, Alter? Ich bin Tyrone. Ich bin auch ein Mensch. Natürlich bist du ein Mensch, Mann. Du bist eine Maschine, Bruder. Du bist ein gebauter Mensch sogar. Oh. Die Typen da hinten meinen, ich bin gerade ein bisschen Rille, tut mir leid. Die Typen da hinten meinen, ich weiß nicht, wer von euch damit gemeint ist, aber dass ihr niemals die Nummer von der geklärt bekommt. Das habe ich gehört gerade von den Kollegen von euch. Sag mal, was sind das für Freunde? Hier will niemand irgendeine Nummer von irgendwem klären. Ach, komm. Aber wenn einer es schaffen würde, dann du, Tyrone. Ja, natürlich, ich will ja nicht die Show stehlen. Scheiße, tu dir keinen Zwang an, Mann, leg los. Vielleicht könnten wir uns noch die ein oder anderen Sachen von dir abschauen, Mann. Okay. Dann leg mal los. Ich zeig euch mal jetzt direkt. Hey, Shorty, wie geht's? Wie heißt du? Ich hab dich noch nie gesehen hier. Bukurye. Bukurye? Ja. Ist das ein türkisches Gericht oder was ist das für ein Name? Was, ein türkisches Gericht? Willst du mich verarschen? Sorry, beruhig dich, alles gut. Wenn du willst, trink mir was. Beruhigen uns ein bisschen. Okay, andere Frage. Ich kenne dich von... Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Schade, ich dachte, wir hätten was gemeinsam. Naja, scheiß drauf. Du stehst hier rum wie so ein Schluck Wasser. Ich würde vorschlagen, ich gebe dir mal meine Handynummer ausnahmsweise und wir machen zusammen. Du bist der Schluck Wasser hier. Hör mir mal zu, okay? Noch einmal beleidigst du mich, okay? Weißt du nicht, wer ich bin? Was dann? Sag ihr, wer du bist, Mann. Sag ihr, wer du bist. Zeig ihr, wer du bist, Mann. Jungs, haltet mich nicht auf. Yo, Tyrone, yo. Bukurye. Ja. Schau mal, ich hab ein bisschen Intus, weißt du, normalerweise bin ich nicht so. Es tut mir leid. Ja. Aber ich finde dich wirklich, du hast einen schönen Style, weißt du, was ich meine? Es gefällt mir, sieht man nicht alle Tage sowas. Und ich würde mich hassen, wenn ich nicht ohne deine Nummer jetzt gehen würde. Und willst du, dass er sich hasst oder was? Jo, check. Ja, bitte. Was hast du gesagt? Ja, bitte hass mich. Okay. Nein. Ey, mach mal kein Foto von mir. Ich mach Foto jetzt. Tom. Wenn du nicht willst, dass ich mit dir zusammenkomme, dann sorge ich selber dafür. Oh mein Gott, was? Ich... Scheiße, Tyrone, irgendwie habe ich gedacht, du hättest mehr Riss. Einfach das nicht so ganz funktioniert. Warte, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, gehört das noch zu deinem Plan? Schaut, was ich getwittert habe. Wisst ihr, was ich meine? Sie weiß es noch nicht. Aber ich habe immer... Ich passe auf sie auf. Wisst ihr, was ich meine? Bukurye. Schau mal, ich weiß, du bist ein bisschen, du schämst dich ein bisschen und so, ich weiß. Ja, ich schäme mich für dein Aussehen. Für mein Aussehen? Hast du nicht gesehen, mich... Jo, Mann, hat ja richtig gut funktioniert. Danke für die Tipps, Bro. Hast du dir alles Ich zeig euch jetzt, wartet. Ich hab alles aufgeschrieben, ja. Du, bleib stehen. Du kannst mich doch jetzt nicht so bloßstellen von meinen Jungs, Alter. Jungs. Sie hat gesagt, sie ist gerade nicht so in der Stimmung, aber ich könnte mal mit ihr einen Kaffee trinken, demnächst. Oh, du bist ziemlich widerlich. Ja, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, was du davor hast. Ja, scheiß drauf, Alter. Sie ist halt, sie ist from the streets, Alter. Sie kennt das nicht anders. Scheiß drauf. Ja. Guck mal, sie ist bei meiner Nachbarin aufgewachsen, bei meiner Grandma in der Nähe. Und jetzt macht sie ein bisschen auf High Roller, weil sie da Leute mit Hemden und sowas sieht. Weißt du, also so reiche Leute wie euch. Sie hat vergessen, wo sie herkommt. Aber egal, dann soll sie dahin, wo sie will. Ich halte sie niemanden auf. Ich bleib immer bei den Wurzeln, back to the roots. Du weißt doch, wie die Frauen sind, Mann. Ja, ist egal. Naja, ich versuche mein Glück woanders. Ja, mach das. Ich bin mir sicher, das wird irgendwo klappen. Jo.
Jetzt lösche ich den Tweet, aber das war mein letzter, das war mein letzter Dings. Löschen, die denkt auch. Dafür habe ich was anderes geplant. Ich habe zwei Bilder gemacht. Verkaufe sie für 4. Interesse hat, melden. So. Mal gucken, was sie jetzt dazu sagt. Den Tweet promoten wir sogar. 2500. Bam, wir haben ihn beworben. Nochmal. 99. Was geht, Jungs? Ups. Jungs. Oh scheiße, sie kommt. Oh Kleiner. Shit. Ey. Mal her. Scheiße, ich komm. Ey. Oh scheiße, Tyrone. Ich will dich schlagen. Ey. Was der macht, Digga. Ich will schlagen. Er hat dich gefickt. Was willst du von mir, du alte Schrulle? Nur weil wir nicht. Ey, aber. Ich hab ihn eingeschrieben. Hör mir zu! Nur weil ich dir nicht meine Nummer geben wollte. Halt mal die Fresse! Nur weil du nicht mit Tyrone auf ein Date gehen kannst, heißt nicht, dass du jetzt hier durchdrehen musst, okay? Chill mal jetzt ein bisschen, fahr mal einen Gang runter. Oder er hat einen klankigeren Arsch als du. Hä? Hey. Beruhig dich. Wisst ihr alle, warum das passiert ist? Hör auf damit. Was bist du eigentlich, so eine Pussy? Beziehungsweise nicht vor den Jungs, nicht vor den Jungs. Nicht vor den Jungs. Sie sagt, du bist Pussy. Ey, was ist mit dem hier eigentlich, mit dem Messer, mit dem White Boy? Eminem, geh mal zur Seite. Tyrone, Mann, sie sagt, du bist Pussy. Warte, bevor ich gehe, ey. Weiß nicht, wer das ist. Unter dem Handschrank habe ich deine Dildos versteckt. Keine Sorge, die findet keiner. Ja. Jungs, guck mal, on stream können wir ja normal RP spielen und ein bisschen soft trollen. Aber wenn ich jetzt hier anfange rumzutrollen, Digga, werde ich gebannt instant. On stream trollen bockt nicht so hart. On stream kann man ja ein bisschen zocken, so RP normal. Wenn ihr Trollvideos sehen wollt, davon habt ihr genug auf meinem YouTube-Kanal. Aber. Das ist ja Tyrone RP. Wir trollen ja, wir machen ja Soft Trolling. Ein bisschen können wir ja reintrollen, aber nicht zu viel. So. Komm, kennst du GVP? Ja, da, von da komme ich und von Sibirien. Kommst du von da? Ja, und Sibirien. Kennst du ein paar Leute von Ding? Von Organisatia? Die reden einfach OC, Digga, let's go. Oh. Der Junge aus dem Block. Jeder fragt mich, wie es mir geht, doch niemand. Warum, Bruder? Ich will mich bei dir vorstellen, bei der Familie. Ja, kann ich erklären. Hau rein. Tut mir leid, Mann. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Alles gut. Ich entschuldige mich. Hast du dich verletzt, Bro? Nein, alles gut. Alles so gut bei dir? Oh, du hast auch Doppelbrille, Digga. Gefällt mir. Natürlich. So muss sein. Falls eine kaputt geht. Ja. Boah, deine Brillen sind aber echt geil, Digga. Wie heißt du? Ich bin Tyrone. Schramm. Alles klar, Chef. Entschuldigen Sie, Polizei. Ja. Ich mag euch nicht. Ja, okay. Ja? Ich mag euch nicht, Polizei. Okay. Ich, 1312, ja? Ha. Was heißt 1312? 1 ist A, 3 ist C, 1 ist A und 2 ist B, also ACAB. Wisst ihr, was ich meine? Jo, kann ich dir weiterhelfen? Hallo? Ja? Ich höre sie nicht. Alles gut. Bevor du aber gehst. Die dachte auch, die kann dir mehr ins Gesicht spucken, wie ich dir ins Gesicht spucken kann. Kleine Bitch. Habt ihr gesehen, wie ich dir ins Gesicht gerotzt hab? Doppelt so viel, wie sie mir ins Gesicht gerotzt hat. Habt ihr gesehen? Hab ich jetzt gewonnen oder sie? Scheiße.
Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Jeder weiß es, dass ich gewonnen habe. Gut. Ach du Scheiße, was machen Sie denn bitte da? Bitte nicht in mein Auto reinfahren. Danke. Ey! Der Briefkasten ganz verbeult. Mensch. Warum klauen Sie Sachen vom Briefkasten? Ich bin Postbote. Lassen Sie sich meinen Job machen, bitte. Nein. Danke. Au! Warten Wieso Sie mal. Lassen Sie sich nicht meinen Job machen? Warten Sie mal. Ich habe sogar extra ein warten cooles Sie mal. Outfit an. Was ist denn los? Warten Sie mal. Was ist los? Bleiben Sie stehen. Okay. Jetzt drehen Sie sich um. Ich habe gar nichts gemacht. Nochmal umdrehen. Wieso? Ich bin noch umgedreht. Umdrehen. Ich bin auch umgedreht. Na, jetzt zu mir drehen. Okay. Jetzt hinhocken. Hinhocken. Oh mein Gott, bist du ekelhaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du ekelhaft. Shit. Ekelhaft. Warum bin ich so dumm eigentlich? Warum bin ich so geistesgestört? Ich weiß es nicht. Okay. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht, Digga. Ich glaube, mein Gehirn funktioniert nicht richtig. So. Wo können wir hin? Was will der eigentlich von mir? Wartet mal, wir müssen neues Tinder-Profil erstellen. Tyrone, das ist nicht mehr Tyrone. Ich muss jetzt ein neues Foto machen. Warte, ich muss jemanden finden, der für mich von mir ein Foto machen kann, damit ich das bei Tinder reinstellen kann. Moment. Ich bin noch Schubert, Digga, mein Tinder-Profil, voll vergessen. Ich muss noch mein Tinder-Profil aktualisieren hier. Papa, lass sie reden. Papa, lass sie reden. Amunisiek dem Papa. Da ist die kleine Bitch von vorhin. Oh, sorry. Aber du hast sie umgebracht. Warum machst du das? Das war aus Versehen. Bruder, ich bitte dich. Sie hat mich, glaube ich, auch aus Versehen angespuckt vorhin. Naja. Jetzt sind wir uns wieder ebenbürtig, glaube ich. Naja, war aus Versehen. Tut mir leid. Ich wollte sie echt nicht umfahren. Jojo, klar. Wenn mir jemand in die Fresse spuckt, dann hat er das davon. Ganz klare Kiste. Aber ich wollte sie eigentlich wirklich nicht umfahren. Jetzt Spaß beiseite. Dieses Auto beschleunigt viel zu schnell. Das Auto ist krass. Ich frag mal die da drin. Ey, yo. Hey. Könnt ihr geile Bilder machen? Bilder? Ja. Nein. Schade. Wieso sollen wir Bilder von dir machen? Ich will ein Bild machen für Tinder. Oh, nachvollziehbar. Was für Hosen gibt es hier? Boah, die Hose ist geil. Boah, die Hose ist geil. Ich nehme die Hose. Boah. Die Hose ist geil, Chat, oder? Oder mach mal Lattenrost, der P. Was geht, Mr. Mazet? So. Papa, lass sie reden. Papa, lass sie reden. Papa, lass sie reden. Gut, wo gehen wir jetzt hin hier am besten? Ich würde sagen... Weedland. Weil da lassen wir ein Foto von uns machen. Bin dann mal weg. Ciao, Reiti. Wer ist schneller, er oder ich? Ich bin schneller. Wir gehen mal zu diesem Strandding da. Vielleicht können wir dann ein geiles Foto machen. Dieb! 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 Das Auto ist abgeschlossen. Das Auto sieht so geil aus, Digga. Ich würde das gerne in echt haben. Guck mal, wie breit ich bin, Digga. Ah! Ah! Oh, was geht ab, Mann? What's good? Hast du gerade mit dem ich telefoniert habe? Was? Hast du gerade mit mir telefoniert? Nein. Hey, okay. Hat, Jungs, ich hab mal eine Frage an euch.
könnt ihr Fotos machen? Ja, ja, warum? Ich will ein Foto machen für Tinder. Kann einer von euch eins machen? Hast du nicht gerade ein Bild auf Twitter hochgeladen? Warst du das nicht? Mit der Frau? Twitter? Von der Frau? Mhm. Nö, daran erinnere ich mich nicht, sonst würde ich mich daran erinnern. Wurde mir aber gerade gesagt. Warte, ich schau mal auf Twitter. Schubert. Ein Schubert. Mhm. Ich bin aber nicht Schubert, ich bin Tyrone. Kannst diese Scheiße kannst du gerne woanders machen, aber nicht bei uns im Block. Hör mal zu, okay, Homeboy, ich gehöre auch zu Southside. Du gehörst nicht scheiße, gehörst du zu Southside, guck mich mal an, guck dich mal an. Ich bin Motherfucker. Ja, du siehst aus wie so ein Testo-Boy, I don't know, bro. Ja, weil ich da aufgewachsen bin. Wo ich da noch am Trainieren war, warst du noch im Sack von deinem Vater, Homeboy. Wo bist du aufgewachsen? Motherfucker. Ja, Kelly Park kommt ein Shit, Motherfucker. Kelly, bro, ah, yeah. Yeah, mm-hmm. Yeah, that's what's up. Und was hast du da? For sure, du, bro. Type du, shit. Du. Type shit, ah je, klar, natürlich. Ich komm hier hin, weil ich dich nach einem Foto fragen will, Alter. Und du machst mir jetzt hier Filme. Bist du Fanboy oder wie? Fanboy, Alter? Wer soll ich das sein, Alter? Ich meine, du sollst ein Foto von mir machen. Du hast mich auch vorhin ganz klar verstanden. Versuch jetzt nicht hier die Tatsachen zu verdrehen, weil jetzt hier einer neue dabei ist. Ja, Alter, du verfühlst dich ein bisschen. Du denkst, du bist ein Rapper jetzt. Du denkst, du bist cool. Bist du aber nicht. Du bist ein Niemand. Rapper? Ich hab nie gesagt, ich bin ein Rapper. Ja, du bist ein Niemand. Komm, bell nicht. Bell nicht. Getroffene Hunde bellen. Bell nicht weiter. Ja, ja, komm, renn weiter. Hallo? Du sollst rennen, nicht stehen bleiben. Yo. Slut. Damn, you ugly motherfucker, man. Guck dich mal an, Alter. Bob Marley looking ass. Bro, verpiss dich mal von hier. Bro, denkst du, du bist Tupac? Ah, verdammt. Ey, einen alten Mann schlägst du also, hä? Der, wo gebürgt hat für die Southside. Ich hab gebankt, so da warst du noch ein... Du fliegst, Bro. Ich war im Bank, da warst du noch nicht mal auf der Welt, motherfucker. Für wen hast du gebankt? Du siehst aus wie 30 maximal. Ihr wollt mich jetzt hier jumpen, Alter. 2 gegen 1 wollt ihr mich jetzt jumpen. Alter, deine Schnauze, Alter, ihr Busch. Beat your ass, man. Fuck you talking about, man. Goofy ass, bitch ass. Get his ass, boy. Stop talking bullshit. Du fährst mit dieser Scheißwhip nicht weg. Du fährst mit dieser Scheißwhip nicht weg. Ihr seid keine Männer, Alter. 2 gegen 1. Get out the car, man. Stop running, Ladi. Ihr seid keine Männer in meinen Augen. Get out the whip, bitch. For shit, it's ugly here, man. Ey, zieh mal seinen hässlichen, nicht vorhandenen Kopf. Do you wanna die today, bro? Get out the whip, man. Geh dir mal einen Haarschnitt besorgen da um die Ecke. Oh, shit. Get your bitches out of the car right now. Don't make nothing stupid, man. Vorsicht, Bro. Alright, Bro. Free, Bro. Drive away and you're dead, Bro. Don't drive away, man. Don't drive away. Motherfucker, die wollen mich umbringen. Die wollen mich umbringen hier. Motherfuckers. Scheiße. Die wollen mich umbringen. Die wollen mich umbringen. Ich bin doch auch ein Gangbanger. Ich bin doch auch ein Partygänger, Banger, was auch immer. Die kleinen Lutscher, Digga, wollen hier 3 gegen 1 machen. American Hood. Verdammte Scheiße. Ich hab den aber gut umgefahren. Verdammte Scheiße. Damn, Alter. Dass der Scheiß ist. Ich wurde letztens komplett weggepowert, Digga, von den Bullen. Und hab dadurch meine Sachen verloren, Digga. Und deswegen habe ich jetzt kein Messer und keine Waffe. Die denken, die werden. Keine Ahnung, was die denken, wer die sind. Oh, fuck. Ich glaube, das sind die. Ja, Mann, das sind die. Oh nein! Ja, Bruder, krass. Krass, krass, krass gepowert, Digga. Krass, krasses. Krasser Gangshit hier. Krass. Geisteskrank, Digga. Geisteskrank. Ich bin ein Hund, wenn ich die nicht überfahre. Land, die haben mich RDM'd. RDM? Wenn die mich RDM, dann VDM ich die. Ganz einfach. Nehme ich RDM, dann VDM ich die. Ganz einfache Kiste. Ich komme denen so, wie die mir kommen. Das RP, was die mir bieten, biete ich denen auch. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Das wird jetzt komplett eskalieren. Sie haben mich erwischt. Kaltblütig. Oh. Scheiße. Medic? Hallo?
Hör sie nicht. Medic, Bro? Hallo? Jetzt, ja, sorry, mein Hörgerät spinnt ein bisschen. Jetzt. Jetzt geht's wieder, okay. Bei Ihnen alles okay? Haben Sie Schmerzen? Tut Ihnen was weh? Nö. Mir geht's gut. Ja? Haben Sie genug zu essen, zu trinken? Ja, ja, habe ich alles. Ja, haben Sie alles? Hab ich. Okay, nö, wenn es Ihnen soweit gut geht. Ich sage, es ist alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay. Gebe ich Ihnen noch eine kleine Rechnung mit, dann war's das schon wieder. Alles klar, danke. Okay, bitte. Oh, das war der hier. Das ist der gewesen, der mich umgeschossen hat. Weil ich seine Frau blamiert hab. Weil ich geschrieben hab, ich verkauf sie für 4,99. Okay. Bruder, reicht, ernst reicht. Ich mach nix. Was ist los? Ich mach doch nichts. Was ist los, Bro? Hi. Es geht. Was ist denn los? Was passiert ist? Warum sagt er reicht? Ich weiß es nicht. Du bist ja richtig shredded. Na mal, Kreatin. Kreatin, ah. Jawohl. Ja, das erklärt alles, ne? Gut, ich muss jetzt was erledigen gehen. Alles klar. Vielen schönen Tag dir noch. Aber bist du blöd? Willst du dir Versicherungsbetrug machen? Ist es dein Ernst? Was bist du für ein Komischer? Ich noch an mich, wo du hast mich angefahren? Was? Erinnerst du dich noch an mich, wo du hast mich angefahren? Nein, wer bist du? Ich habe dein Gesicht gemerkt von dem letzten Mal, wo du hast meine Kollegen angefahren, du Arsch. Ah. Ja, Dairon, jetzt kommst du raus hier. Okay. Du hast es mir gesagt, du bist ein Muslime, richtig? Alhamdulillah. Habibi, dann bist du, Alhamdulillah, dann bist du abgehauen, hast du meine Kollegen hier mitgenommen auch. Ja. Ja, weiß ich ja, was soll das hier? Bist du verrückt? Ich weiß, du bist du Mucki, Mann, hast du Bombe Muskel, aber so geht nicht weiter. Sorry. Passiert nicht mehr. Küsst du meine Hand, Habibi, dann ist geregelt. Na, Handküssen nicht, Onkel. Ja, aber ich bin der Onkel. Handküssen ist zu viel, Onkel. Zu viel? Ja, du hast schon gesagt, ich bin die Onkel hier. Aber ich hab doch Onkel gesagt, ja nee, ich hab doch entschuldigt. Hast du mitgefahren, hast du nicht entschuldigt? Ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich ihn umgefahren habe. Ali! Ey, Kalif, alles Kalif. Ich muss gleich mal mit dir klären, ja? Ich bin schon angefahren, meine Herren. Ach du Scheiße! Kalif! Ja, was ist los? Ich ruf dich in einer halben Stunde an, dann müssen wir was klären, ja? Machen wir. Alles klar, Chef. Kalif, wenn du Probleme hast, ruf mich an. Okay? Nee, ich mach das alleine jetzt hier. Okay. Ich muss die Sixy Man jetzt lernen hier. Du, Habibi, ich weiß, du bist du. Du weißt, du bist eine Sixy Boy. Machst du gerne Fucky Fucky und alles drum und dran. Aber kannst du nicht so machen hier. Fucky Haram, Onkel. Ich weiß, ja. Aber du machst so Stress. Du machst so hier, darfst du einfach nicht hier die Leute anfahren, einfach hier. Würde mich verarschen. Sorry, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das genau dazu gekommen ist, aber ich glaube, ich war in der Situation gezwungen, das zu machen. Echt? Du warst so gezwungen? Ja. So geht nicht weiter. Wie ist dein Name? Tyrone LDS oder BLBS oder RDS? Was ist los hier? Ja, Tyrone LDS. Okay, ja, Tyrone LDS. Hör mir mal so. Du kommst du heute, musst du dich entschuldigen bei Iqbal. Iqbal? Iqbal ist die du hast so angefahren. Ist es ein Mann? Richtig. Ein starker Mann. Aber nicht so stark wie du, hatte keinen Sixpack, aber egal. Okay. Kommst du heute, hast du verstanden? Wo soll ich hinkommen? Hast du Nokia? Ja, alles gut, Habibi, wir klären. Wir rufen gleich Polizei wegen Unfall. Okay. Aha. Guten Tag noch. Ja, tschüss. Hast du Nokia? Ich hab Nokia, ja. Ich hab auch hier, aber ich hab neue. Von die Apple. Dann schickst du mir, ich ruf dich an, hast du verstanden? Okay, ich geb dir meine Nummer. Heißt du Schubert? Willst du mich verarschen oder was? Das ist mein Cyber-Name, mein Ghost-Name, damit die Leute nicht... Was ist das, Cyber-Biber? Was ist das? Ja, damit die Ops mich nicht finden direkt, weißt du, was ich meine? Obis? Obis, ja, die Gegner, die Feinde. Gegner, die Gegner. Viele Leute wollen auch an meinen Hack, weißt du? Wallah?
Ja, deswegen. Was will man denn? Du hast nicht mal Hack. Du hast nur ich hab nicht mal Hack. Ich hab keinen Hack, die wollen trotzdem meinen Hack. Richtig, das ist du Arschlöcher dann. Kann man die ficken auch. So, Habibi, ich geb dir hier meine Nummer. Kann und ich du Ramadan? Ich rufe Ramadan, genau. Ich bin mein Nachname von meiner Familie. Okay. Schick sie mir. Wie schicke ich denn? Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt nur. Ich habe Handy auf Arabisch. Ich weiß nicht, wie ist die auf Englisch. Auf Deutsch. Habibi, drückst du. Ich weiß nicht. Wallah, ich weiß nicht, Habibi. Ich kann. Warte. Ich rufe dich einfach an. Ruf mich. Oder ich schicke dir eine SMS. Warte. Khalif Ramadan. Richtig, ruf mich. Ich schreibe dir. Tyrone. Nein, ruf mich, Habibi, ruf mich. Ich ruf dich an. Weil so geht nicht. Geht? Ja, geht, Habibi, geht. Ja, okay, geht. Okay, geht, hat funktioniert. Ich hab dir noch die alte Nummer. Das ist auch einfach mein Klingelton auch. Echt? Ja. Sag Wallah. Wallah, das ist mein Klingelton. Du hast Ahnung. Schau. Kann man nicht sagen, aber hier, du bist du. Muki-Mania. Okay, Habibi, bist du. Oh. Das ist wirklich mein Klingelton. Hast du Ahnung, wir sind hier dancing. Ja. Okay, Habibi, brauchst du Rap-Kit? Ja, ich brauch glaube ich eins. Ich brauch auch. Egal, hier für Bidi, weil du hast du nicht. Danke. So. Pass auf dich auf, Habibi, ich ruf dich an. Habibi, danke. Wenn du ein bisschen nicht da, mach ich dich kaputt, ja. Ich komm. Yalla, bis später. Scheiße, ja, kann man nicht sagen auch. Der war cool, ne? In Köln hier. Der macht gut CP. Der macht gutes RP. Kann man nichts sagen. Kann man nicht meckern. Aber jetzt kümmere ich mich kurz um die anderen Motherfuckers. Ihr wollt also an meinen Hack ran. Ihr wollt also mich bestehlen. Gar kein Problem. Oder soll ich mir eine Waffe besorgen und die so holen? Überfahren wir zu einfach. Ich bräuchte eine Waffe eigentlich. Überfahren wir echt zu einfach. Das ist einfach so, okay. Ich will ihn in seinen Kopf schießen. Warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Geh mal zu 7034, da ist ein schönes Anwesen von Omeletta. Die wollen gerne mit dir reden. Wer bist du? Hä? Wo soll das sein? Ich habe keine Angst vor niemanden, ich gehe dahin. Okay, wenn ich irgendwo hingerufen werde, gehe ich hin. Ich bin ein Mann. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wer weiß. Ich muss jetzt zu einem Anwesen. Mal gucken, was die da von mir wollen. Hier ist niemand.
Was soll ich denn hier? Hier ist ja gar keiner. Was, wenn das eine Falle ist? Ich gehe lieber raus hier. Der durstige Mexikaner hat offen. Tell me why can't you honestly that the ones we fight are you and me? Papa, lass hier reden. 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 Ich hab dich schon so oft genervt, Digga. Was kann ich Ihnen anbieten? Was geht? Nicht viel, Wein. Ich hätte gerne ein Drink. Irgendwas mit was viel Alkohol. Probieren, dann kann ich Ihnen Tequila oder Whisky anbieten. Dann nehme ich einen Whisky. Hä, der kennt mich nicht? Ich dachte, der rastet jetzt voll aus, weil der mir Hausverbot gegeben hat. Probieren, das war damit 100, oder? Klar, klar. Danke. Okay. Krass, Digga. Ich dachte, der flippt jetzt aus auf mich, aber die sind so gehirnverbrannt. Die vergessen das immer, dass ich da bin. Gut, dann komme ich später hier nochmal vorbei. Ich muss mir das aufheben hier. Erstmal muss ich mich um die anderen kümmern. Papa, lass hier reden. Papa, lass sie reden. Papa, lass sie reden. Ach, ich geh und nimm die jetzt einfach auseinander, Digga, ist mir egal. Ich geh jetzt einfach hin und fahr. Hey Broski. Hallo? Bruder, wie siehst du denn aus, Digga, Junge? Am Mann, wie lange warst du Gym am Mann? Ah, Mann, Alter, ich hab Hanteln gefressen, als ich 7 war. Hey, was geht ab? Kein Problem. Aber von wo? AMG, sag mal. AMG, du weißt doch, Bruder, wir müssen auch arbeiten ein bisschen. Aber warte mal ganz kurz. Müssen wir nicht noch irgendeine Bitch und Pier werfen? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ne? Bester Mann, ich küsse dein Herz, Bruder, jetzt, ne? Bleib stabil, ne? Mach weiter so. Danke. Die verfolgen mich. Schaut euch an, wie schlecht. Was soll das denn? Ich weiß gar nicht, was du hast. Was bist du für ein Opfer? Was bist du für ein Opfer? Erstmal verfolgst du mich richtig schlecht, denkst du, ich sehe das nicht, und dann fällst du mich an. Ich verfolge dich, du kannst meine Eier lecken. Dein Vater lutscht meinen Schwanz. Was tut mein Vater, Junge? Dein Vater lutscht Schwänze. Dein Vater lutscht Schwänze in der Hölle, deine Fresse, Junge. du Hurensohn, Alter. Dein Vater lutscht Schwänze in der Hölle. Peach.
Fass ein Penis, Lan. So, jetzt gehen wir aber mal dahin, wo ich hingehen wollte. Ich habe keine Waffe und die kosten Geld. Das ist das Ding. Warte mal, was, wenn ich jetzt hier reingehe? Schaut. Man kann hier nichts kaufen. Waffenshop, also das ist bei... wie heißt es? Bei Familie muss man Waffen kaufen. Aber die Frage ist, bei welcher Familie bekomme ich das? Ha. Ey, yo. Hallo? Ja? Meine Frage, bei welcher Familie kriegt man Waffen? Boah, Digi, keine Ahnung. Okay. Gehörst du zu einer Familie? Nee. Ja, dann ist sowieso sehr schwer für dich. Erst wenn du zu einer Familie gehörst, kriegst du leichter Waffen. Ja, ich kann das schon klären. Ich kann das schon klären. Ich muss nur wissen, wer das hat. Deswegen. Ja, nee, alles. Also ich weiß selber nicht. Okay, trotzdem danke. Papa, lass sie reden. Schau, was ihr gemacht habt, Polizei. Schau, was ihr gemacht habt. Ihr habt den armen Kerl, obwohl der jetzt eh verdient. Wo könnte ich denn noch hier hin? Ich gehe mal jetzt so nochmal zu diesem Strandpartyort. Der ist hier nicht. Der ist da nicht. Da muss er hier sein. Oh. Da muss er hier sein. Die müssen hier sein, Digga. Die werden jetzt sehen, was sie davon haben. Motherfuckers. Ich wollte doch nur ein Bild für Tinder haben. Das war doch alles, was ich wollte. Nee, hast du nicht. Also. Hey, da ist doch keiner. Sind die hier irgendwo? Nee, ich hab sie nicht gesehen, oder? Die waren da nicht, Digga. Die verstecken sich einfach. Scheiße, wir finden die nicht. Ich mache jetzt erstmal ein Foto von mir für Tinder. Mit AMG natürlich im Hintergrund. So. Bam. Mit AMG. Das kommt auf Tinder jetzt. So. Was kann ich auf Tinder schreiben? Frauen mit Jawline und psychischen Knacks sind erwünscht. Gut. Das könnte gut sein. Oder? Scheiße, ich habe schon alles durchgeliked letztens. Wir finden die nicht, Digga. Wir müssen die, glaube ich, nächstes Mal finden. Leute. Das wird leider nichts. Wir müssen die nächstes Mal finden. Die verstecken sich. Und die kleine Tiere verstecken die sich. Okay, reicht, ne? Reicht. Jetzt, wir gehen kurz zum Würfelpark. Ah, klar, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aleikum salam. Kibar, also, Kalif sucht dich. Ja, was will die von mir, von die Arsch? Ja, weiß ich nicht. Frag den doch mal. Ja. Das war der, den ich umgefahren habe letztens. Willst du mein Auto da klauen da drüben oder was? Was soll ich von deinem wertlosen Auto? Achso, ja, Entschuldigung. Du hast recht. Wie bitte? Ich war doch gerade bei Kleidungsladen, du auch, oder? Nein. So, reicht. Danke Leute, dass ihr dabei wart. Abonniert den Kanal, falls ihr nichts verpassen wollt. Erster Link in der Beschreibung, Twitch. Wir sind jeden Abend live. Nichts verpassen und ciao Kakao.